Genau, vielen ist gar nicht bewusst, dass wenn man eine psychische Erkrankung, was die Traumafolgestörungen sind, dass es dann möglich ist, einen Pflegegrad zu erhalten. Hi und herzlich willkommen zum Survivor Queen Podcast, dem Podcast von und für Opfer, Betroffene und Überlebende von sexualisierter Gewalt. Dieser Podcast ist voll mit Mutmachgeschichten von vielen tollen und starken Survivor Queens und außerdem voll mit Tipps und Tricks von ExpertInnen rund um das Thema Traumaaufarbeitung und vielem mehr. Wir sind Mai Nguyen, Traumatherapeutin, und Famia Atalanta, Sozialarbeiterin. Wir begleiten dich als Hosts durch diesen Podcast. Dieser Podcast wird dir von der gemeinnützigen Survivor Queen Organisation präsentiert und über Spenden finanziert. Wir wünschen dir viel Inspiration, viel Freude, viele Aha- und Heilungsmomente beim Hören. Hallo zum Podcast mit Glenn Teil 2. Heute reden wir weiter über das Fallbeispiel Leonie, aber wechseln zum fiktiven Fallbeispiel Leonie 2, die einen Partner hat und was sich dadurch ändert. Wir gehen ganz tief rein in das Thema Pflege und ein bisschen auch noch darüber, ja, wie das so läuft hier in dem Land mit Hilfe. Und jetzt ganz viel Spaß. Ich überlege gerade, wo oder was vielleicht noch wichtig wäre. Fällt euch gerade noch was naja, ein, was wir Leonie noch Gutes tun können? Wäre jetzt Leonie, hätte die eine Partnerschaft. Wir nehmen jetzt mal Leonie 2 mit Partner. Leonie 2 mit Partner, ist klar. Oder nee, wir machen es anders. Leonie findet einen Freund. Oder so, oder, ja. Genau, oder eine Freundin. Ich weiß jetzt nicht, welche. Genau, ja. Was Leonie sucht. Genau. Und sie merkt, zu Hause bekommt sie ganz, ganz viel Hilfe durch ihren Partner. Ne? Mhm. Sei es durch zum Beispiel nachts die Albträume, dass der Partner dann beim Reorientieren hilft. Oder wenn Leonie duschen geht und danach total in Panik ist und dass der Partner dann erstmal helfen muss mit, hey, setz dich mal hin, nimm mal einen Kühlakku und so. Das ist im Bereich Pflegegrad. Upsi. Und nun? Upsi. Genau, vielen ist gar nicht bewusst, dass wenn man eine psychische Erkrankung, was die Traumafolgestörungen sind, dass es dann möglich ist, einen Pflegegrad zu erhalten. Und bei Psyche und Pflegegrad, da denkt man, okay, dann wird es nur ein ganz niedriger. Aber je nachdem, wie schwer auch die Erkrankung ist und wie oft die Hilfestellungen sind, kann auch ein relativ hoher Pflegegrad dadurch entstehen. Wie wird dieser Pflegegrad geprüft? Es ist so, man stellt einen Antrag bei der Krankenkasse, bei der Pflegeversicherung. Es ist, die leiten den eh weiter, deswegen ist eigentlich egal, wo man den hinschickt. Ja. Antrag auf Pflegeleistung und dann kommt der medizinische Dienst zu einem nach Hause. Wow, wer ist das denn? Das ist, früher waren die angegliedert bei den Krankenkassen, jetzt sind die eigenständig, weil die sollen auch eigenständiger handeln. Finde ich auch richtig gut. Deswegen heißen die nur noch medizinischer Dienst und nicht medizinischer Dienst der Krankenkassen. Die heißen nicht nur noch MD. Die heißen nur noch MD. Früher hieß es doch MDK, ne? Ja, deswegen. Oh, true, Erinnerung. Side Note. genau, und der tut sich nicht anpreisen, sondern ankündigen. Preiset den medizinischen Dienst, er kommt in eure heiligen Hallen. Genau, nein. Innerhalb so von 3 Wochen meist. Also die Pflegeversicherung muss auch relativ schnell halt so einen Pflegegrad ermitteln, weil sonst kommen sie in Verzugszinsen, die sie zahlen müssen. Es ist so, der medizinische Dienst kommt zu einem nach Hause. Zur Corona-Zeit war es oft telefonisch. Jetzt ist es zu 90% wirklich wieder vor Ort. Also, der medizinische Dienst kündigt sich an und so ein Zeitfenster von 2 Stunden meist. Also innerhalb von diesen 2 Stunden kommen die dann. Ja. Man kann, wenn man diesen Antrag stellt, schon 2 Forderungen machen. Ja, es klingt so komisch, Forderung, sondern A, das ist, wenn man das Problem hat mit Männern, dass es bitte eine weibliche Begutachtung, also eine weibliche Person ist, die begutachtet. Ja. Und optional, dass die
Pflegekraft, also es sind halt Pflegefachkräfte, die sozusagen diese Begutachtung sind, keine Ärzte, dass das zum Beispiel eine Pflegefachkraft für Psychiatrie ist, die sich vielleicht sogar mit Traumafolgestörungen auskennt. Weil es kann sonst auch eine Pflegefachkraft für Orthopädie kommen. Ja, ich glaube, den Fall hatten wir. Genau, also da passieren echt die kuriosen Dinge, die da entscheiden sollen dann. Genau, also die zwei Dinge kann man im Antrag schon mit reinschreiben. Manchmal ist es auch hilfreich, von der Therapeutin einfach ein Schreiben dazu schon zu machen, dass es wichtig ist, dass das beachtet wird, wegen Retraumatisierungsgefahr, bliblablub. Ne? Ja. Genau, und dann kommt sozusagen die Pflegefachkraft und begutachtet einen. Die guckt sich dann die Wohnung an. Die Wohnung sollte in dem Zustand sein, die er immer ist. Das heißt, ist es immer ein bisschen unordentlich, dann ist es an dem Tag auch unordentlich. Ja. Ist die Wohnung immer sauber, dann sollte die Wohnung auch sauber sein. Ne? Ja. Also nicht extra noch, boah, nee, morgen kommt die Begutachtung, dann lasse ich jetzt hier extra noch ein bisschen was rumliegen. Nee, genauso wie es immer ist. Ne? Mhm. Die Gutachterin guckt sich dann auch das Bad an, weil der Pflegegrad wird an 6 verschiedenen Modulen gemessen und auch sowas wie, gibt es Treppenstufen, gibt es im Bad zur Dusche zum Beispiel eine Stufe, gibt es Haltegriffe? Ja, das ist... Und im Treppenhaus, auf welcher Seite ist das Geländer, wo ich dann auch überlegt habe, ist das jetzt eine Reorientierungsfrage oder? Ja, das ist, und das Wichtige, was man wissen muss, die gehen nicht diese Module einzeln durch im Gespräch, sondern das ist nur ein Gespräch. Das heißt, man muss als beeinträchtigte Person schon ganz, ganz viel wissen, wo brauche ich denn überall Hilfe im Alltag? Und da kommt, was ich jedem immer rate, ist ein Pflegetagebuch. Was ist ein Pflegetagebuch? Danke für die Frage. Sehr gut, ne? Finde ich auch. ein Pflegetagebuch sollte bei psychischen Erkrankungen ungefähr 7 Tage umfassen. Warum so lange? Mhm. Weil bei körperlich beeinträchtigten Menschen ist die Pflege relativ gleich jeden Tag. Bei der Psyche aber eben nicht, weil man hat gute Tage, man hat schlechte Tage. Wie wird dann so ein Pflegetagebuch geschrieben? Am besten macht das die Pflegeperson, also der die Hilfestellung macht, weil der kriegt das ja am schnellsten auch mit. Ne? Also in dem Fall Leonies Partner. Genau, Leonies Partner sollte dann so eine Tabelle führen. Ne? Wie heute ist Montag, nee, wir haben heute Freitag zur Aufnahme, aber jetzt in diesem fiktiven Fall ist Montag. Genau. Und Leonie steht früh auf und hat sich erschreckt. Und ist total panisch. Und der Partner hilft dir erstmal mit, hey, hier ist alles gut, du hast dich nur erschreckt und so. Diese Ansprache, dieses Reorientieren ist Pflege. Also würde der Partner von Leonie das in die Tabelle einschreiben. Wir haben 7 Uhr, Leonie hat sich erschreckt, ich habe beim Reorientieren geholfen. Punkt. Ja. Dann ist Leonie erstmal auf dem Bett sitzend, so total überfordert, weil sie hat sich auch gerade erschreckt, ne? Ist ein scheiß Morgen schon. Der Partner erinnert, hey, und der Partner weiß das schon, dass sozusagen Leonie auch die Schwierigkeiten hat und erinnert sie mit, hey, du wolltest noch duschen gehen. Dieses Erinnern an Körperpflege ist auch bereits Pflege. Genau, und dann macht sich Leonie dann fertig im Bad, aber durch dieses Selbstberühren hat sie Probleme. Der Partner muss immer wieder reinkommen, mit sie erinnern, weiterzumachen oder sie aus Flashbacks führen. Und das schreibt der Partner immer wieder auf. Bin ins Bad gegangen, um auf Flashbacks zu holen. Und nicht wundern, diese Tabelle kann sehr, sehr lang werden dadurch. Und es sollte auch jeden Tag, also dadurch, dass man das 7 Tage schreibt, dann kann das auch vorkommen, dass man jeden Tag sehr viel Ähnliches schreibt. Ne? Ja. Aber jedes Mal ähnlich auch wieder aufschreiben, weil nur so kann der Gutachter, wenn der dann das Pflegetagebuch sich durchguckt, sieht er, der Bedarf ist ja so wirklich hoch. Ne? Ja. Weil im Gespräch erzählt man dann nur 1-2 Mal paar Situationen, aber nicht so wie im Pflegetagebuch. Ja, voll. Wir haben ja oft Queens, die ja eine dissoziative Identitätsstörung haben oder eine PEDIS, ne? Und da gibt es ja das Problem mit den verschiedenen Funktionsniveaus. Ja. Also was ist das, ne? Also ein Kindanteil kann weniger oft als ein erwachsener Persönlichkeitsanteil. Und da ist es oft, was so ein bisschen die Erfahrung zeigt,
dass Leonie hat ja zum Glück eine Therapeutin. Ich weiß jetzt, die Leonie hatte jetzt nur eine KPDBS, nicht nur. Aber das war Leonie 1. Das war Leonie 1, stimmt. Leonie 2 hat eine PDIS. Ja. Leonie 2 hat jetzt eine PDIS. So. Tut mir leid, Leonie. Tut mir leid, Leonie 2. Ich lache nicht über diese Erkrankung. Das möchte ich nee, auf gar keinen Fall. Sondern, auch nicht. Es ist wirklich ein ernstes Thema. Wir versuchen nur, euch ein bisschen locker mitzunehmen zu diesem Thema. Also ansonsten wird es einfach nur frustrierend und irgendwie komisch und überfordernd. Von daher ist Humor da so unser Werkzeug auf beiden Seiten. Ja. Das Ganze verdauen und zu verarbeiten. Also wir sind ja beide eben einfach auch im Dis-Spektrum unterwegs. Von daher, nun ja. Genau, Leonie 2 hat eine PEDIS, also mit verschiedenen Persönlichkeitsanteilen, die auch agieren. Mhm. Und da ist es sehr, sehr sinnvoll, dass die Therapeutin ein Schreiben für die Gutachterin aufsetzt, dass es diese verschiedenen Funktionsniveaus gibt und dass die nicht steuerbar sind. Ne? Ja. Weil Leonie 2 ist in der Begutachtung und funktioniert ist perfekt im Funktionsmodus. Mhm. Ist so mit perfekt studiert und ich habe doch gar keine Probleme. Ja. Und dann passiert halt, wenn es kein Schreiben von der Therapeutin oder Arzt gibt mit, ja gut, die hat ja kein Problem, was soll ich denn hier begutachten? Ne? Wenn es aber so ein Schreiben gibt, so ein offizielles Schreiben von der Therapeutin, dann ist es eher, dass der Gutachter das einordnen kann, okay, hier gibt es gerade das Problem eigentlich sozusagen. Ja, das hat sich schon immer bewährt, Sachen zu erklären zu können und leider, sage ich mal so, hilft es, wenn da ein Stempel und eine Unterschrift von irgendjemand drauf ist, der irgendwas studiert und gemacht hat, weil ganz oft dann einfach, wenn ein Betroffener das, ich finde es total schade, wenn ein Betroffener das sagt, das nicht so anerkannt wird, als wenn jemand mit mehr Background sagt, dies ist so, Stempel, Unterschrift. Sie können, es wäre toll, so ein Schreiben zu haben von seiner, wie so eine Chipkarte, so ein Schreiben. Was sie sagt, ist richtig, Stempel, Unterschrift. Ja, deswegen, also es ist oft sehr, sehr schwierig sonst. Und wenn wir schon bei diesen Schreiben sind, auch für Leonie 1, die jetzt eine KPDBS und Depressionen hat, wäre es trotzdem sinnvoll, dass auch die Therapeutin nochmal einen kurzen Absatz schreibt, wie die Alltagsbeeinträchtigungen von ihrer Warte aus sich aussehen. Genau, voll. Weil viele sind ja auch dann, kenne ich zumindest auch von uns, in so einer Pflegebegutachtung so, dass sie sich auch jetzt nicht wie der übelste, ich nenne es in Anführungszeichen, Vollassi dastehen wollen, sondern sich dann zusammenreißen, irgendwie sozial kompatibel sind, ist ja auch einfach eine Coping-Strategie, Sachen zu unterdrücken und zu sagen, ist schon, und wenn dann jemand da noch nachfragt, so, wie schlimm ist es denn, dass man dann sagt, so, ja, es geht, und das ist im Prinzip, glaube ich, das Schlimmste, was du sagen kannst. So. Ja, genau. Und genau. Und deswegen ist auch sinnvoll, dass immer eine Pflegeperson da ist. Ja, also, richtig. Oder zum Beispiel diese besondere Wohnform, dass die dabei ist. Ne? Oft ist die Pflegeperson, zum Beispiel der Partner jetzt von der Leonie, der ist zum Beispiel arbeiten, ne, und hat jetzt nicht vormittags frei bekommen. Also die Begutachtungen finden halt zwischen 8 und 15 Uhr statt. Das heißt immer eine Uhrzeit, wo ganz viele auch berufstätig sind. Aber die Leonie hat ja sozusagen ihre Soziotherapie oder ihre besondere Wohnform, dass auch die Leute bei der Begutachtung dabei sein können. Dass wenn Leonie wirklich in so einen Funktionsmodus rutscht und mit, hey, ist doch alles fein. Die dann aber mal so eben so sagen, so, würde ich jetzt anders sagen. Genau, und dann aus von sich noch ein bisschen erzählen können, nee, ich nehme sie so immer wahr und sie rutscht ganz oft in Symptome. Und auch wenn so wichtige Termine wie jetzt die Pflegegrad-Einschätzung ist, dass sie alles überspielt. Und das hilft auch dem Gutachter. Ja, voll. Also je mehr die, sage ich mal, auch verschiedene Blickwinkel kriegen, umso leichter ist es dann einfach auch für die Situation einzuschätzen. Ne? Genau. Na jo, dann hat sie das überstanden mit der Pflegebegutachtung, hat da massiv viel Glück gehabt mit der Begutachtung. Und sagen wir mal, das ist wahrscheinlich ein ziemlich utopisches Beispiel, aber sie hat Pflegegrad 3 bekommen.
Utopisch wäre eher 4, aber 3, okay. Ja. Also genau. Utopisch in unserer Wahrnehmung, was wir so erlebt haben in Sachsen-Anhalt. Okay. Aber ihr seid ja, die Sachsen-Anhalt ist ja auch sehr speziell, ne? So unter uns mal so. Ja, Sachsen-Anhalt, kurzer Side-Note an alle Menschen aus Sachsen-Anhalt. Habt einfach keine Einschränkungen in Sachsen-Anhalt. Wir sind da einfach noch nicht so weit oder so, könnte man das nennen. Also ja. Wir sind hier die, die mit den härtesten Waffen kämpfen müssen, damit wir hier was durchgedrückt kriegen. Aber darüber wollen wir nicht weiter sprechen, weil es gibt viele Bundesländer, in denen das richtig, richtig gut läuft. Genau. Aber sie hat einen Pflegegrad 3 bekommen. Was heißt das jetzt? Also, muss ja nicht unbedingt jetzt genau wissen, was genau, aber... Genau. Die Leonie kann dann erstmal für sie entscheiden, möchte sie... Also, wir haben da verschiedene Leistungen. Also, die Hauptleistung ist sozusagen das Pflegegeld bzw. Pflegesachleistung. Also, Leonie muss sich dann erstmal entscheiden, möchte sie einen Pflegedienst haben oder möchte sie, dass ihr Partner vor allem alles übernimmt. Ne? Und die Kombination daraus wäre die Kombinationspflege. Also die, nennt sich das so? Warte. Kombinationspflege? Kombinierte Pflegeleistung. Ja, ich glaube so in der Art. Es wäre auch möglich, dass zum Teil der Pflegedienst das macht und ein Teil ihr Partner. Wir gehen jetzt mal, in den allermeisten Fällen ist es so, dass der Partner das dann übernimmt. Das heißt, die Leonie würde bei Pflegegrad 3, 500 72 Euro bekommen irgendwie als Pflegegeld. So es könnte auch weniger sein. Ich gucke gerade mal ganz kurz nebenbei in meinem Buch. Side Note, ich schreibe ein Buch darüber. Das wollte man auch schon anteasern, ja. Ah ja. Ich schreibe da auch erst seit 2,5 Jahren drüber, also alles gut. So, welche Leistung? Ja, also die Sachen hätte ich mir auch nicht merken können. Ich bin froh, dass ich mir diesen Betrag vom Entlastungsbetrag merken kann. So, ich scroll mal gerade hoch. Medikamentenplan. Pflegegrad 3. Ja, 572 Euro. Ich hab's mir gemerkt. Also, von wegen hier. Ja, also, vielleicht kurz als Side-Note. Ja, also sie schreiben seit 2,5 Jahren, hat sie gesagt, an einem Buch zum Thema SGB und für Menschen mit Trauma und was ist das? Und im Prinzip die lang und ausführliche Fassung von dem, was wir jetzt hier tun. Wir sind schon mega hyped auf das Buch, freuen uns, wenn es rauskommt. Gibt es da schon Neuigkeiten? Wir versuchen es bis Ende des Jahres zu veröffentlichen. Also das Buch hat jetzt 218 Seiten. Oh, toll. Er hat zu allen möglichen Hilfen, die wir auch so ein bisschen angeteasert haben heute, wir sind gerade in dieser Überarbeitungsphase, also wir lesen gerade jedes Kapitel nochmal durch. Dann geht es durchs Lektorat und dann, wir hoffen vor Weihnachten. Also wir. Also falls ihr noch ein Weihnachtsgeschenk braucht. Wenn wir es mal schaffen, so von Leipzig nach Halle mal häufiger zu connecten, dann kann man auch über Weihnachtsgeschenke überlegen. Ja, also wenn, dann kaufen wir das selber. Wir wollen ja, dass ihr daran auch was verdient. Nee, aber ja, nochmal kurz back to topic und dann können wir, glaube ich, noch ein bisschen Schnack machen. Jetzt hat die ihre Pflegeleistung, ne, und ihr Pflegegeld von 572, ich habe es dir gemerkt, Euro. Genau. Und was macht sie dann damit? Also schmeißt sie das zum Fenster raus? Pflegegeld ist so, das wird auf nichts angerechnet. Ne? Sie, die Leonie bekommt ja Bürgergeld. Darauf darf das erstmal nicht angerechnet werden. Wichtig. Das ist ja nett. Genau. Das privilegiertes Einkommen. Es ist so, sie darf selber als Pfleglin entscheiden, was sie mit dem Geld macht. Also sie kann das ihrem Partner zur Verfügung stellen, der sie pflegt. Sie kann aber auch schauen, was kann ihr hilfreich sein im Alltag. Also so, sie kann also damit tun, was sie möchte. In den meisten Fällen, meinen Klienten, die setzen das für die Pflegeperson ein. Zum Beispiel habe ich eine Klientin, da hat der Partner die Stunden reduziert. Ja, wollte ich gerade sagen, das wäre ja dann eine Option, die möglich ist. Ja. Genau. Und dadurch, dass ja die 572 Euro ja netto sind, also da geht ja keine Abzüge mehr ab, ist schon ein sehr hoher Betrag. Also wenn man jetzt mal sagt, der Partner verdient bei einer Vollzeit, keine Ahnung, 2000 netto und jetzt sind dann noch 572 Euro Pflegegeld, kann er halt um fast ein Drittel Reduzieren. Ja, was sehr, sehr oft hilfreich ist.
Ja, voll, voll gut. Also ich denke schon, also naja, wir reden ja auch drunter, dass die Pflege unterfinanziert ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mehr sein sollte. Aber es ist auf jeden Fall schon mal eine Möglichkeit, dass derjenige, der da einfach im Alltag jeden Tag Pflege leistet, ja, auch entlohnt wird dafür. Das ist ja schon mal, sage ich mal, was ganz Gutes. Ja. Und dann hast du noch gesagt, Pflegesachleistungen, glaube ich. Genau, also die Leonie kann ja entscheiden, wer sie pflegen soll. Ne? Mhm. Die Pflegesachleistung wäre dann der Pflegedienst. Mhm. Dann würde das Pflegegeld wegfallen, logischerweise, aber dafür würde der Pflegedienst vorbeikommen. Je nachdem, wie oft es halt Leonie braucht. Okay. Das Problem ist, bei Pflegegrad 3 sind wir bei einer Pflegesachleistung von 1432 Euro. Und bei Traumafolgestörungen ist ja oft das Problem, dass es gar nicht so berechenbar ist. Also klar, mal duschen gehen und so, das kann man sehr gut planen. Aber so ja. Flashbacks, die kommen ja so urplötzlich. Also weißt du, ich kriege immer nachmittags zwischen 14 und 15.30 Uhr meine Flashbacks. Das wäre schön, wenn du dann da wärst. Ja, genau. Also, das ja nicht. Und deswegen ist es auch bei Psyche ganz oft einfach so, dass es eher eine Pflegeperson gibt als einen Pflegedienst. Genau. Ja. Aber ja, die Pflegesachleistung wäre der Pflegedienst. Genau. Ja. Und dann weiß ich zumindest, dass es noch solche, so Gelder dann dafür gibt, dass man sich auch Pflegemittel, Pflegehilfsmittel und sowas kaufen kann. Was wäre das zum Beispiel? Genau. Also wir haben dann noch verschiedene zusätzliche Leistungen beim Pflegegrad. Mhm. Ab Pflegegrad 1 ist es so, dass man erstmal den Entlastungsbeitrag noch hat. Das sind 125 Euro im Monat. Mhm. Da müsste man gucken, aus welchem Bundesland kommt Leonie. Gehen wir jetzt mal von Sachsen aus, also weil ich jetzt Sachsen am besten kenne. In Sachsen ist es so, dass zum Beispiel auch Nachbarschaftsvereine das machen dürfen. Gibt's in Sachsen auch halt auch. Reinigungsfirmen gibt es in Sachsen, die das abrechnen dürfen. Das ist zum Beispiel, dass eine Haushaltshilfe alle 2 Wochen kommt, weil Leonie ja so ein bisschen Probleme ja auch hat mit Haushalt. Ja, genau. Es ist so, der heißt ja auch schon Entlastungsleistung. Es geht nicht darum, dass Leonie entlastet wird, sondern dass die Pflegeperson entlastet wird. Ah, interessant, interessant. Hat mir letztens ein Kollege erzählt, sozusagen. Aber jetzt macht das auch, jetzt macht das aber auch Sinn, warum das so heißt. Genau. True. Dann, du meintest ja gerade die Pflegehilfsmittel. Ab Pflegegrad 1 gelten die. Das sind sowas wie Fingerlinge, Bettschutzeinlagen, Desinfektionsmittel für Hände und Flächen, so Einmallätzchen. Oft ist das eher bei der körperlichen Pflege notwendig. Genau, aber wenn wir dann wieder bei einer Pethys sind, dass zum Beispiel auch Kindanteile, sehr, sehr junge Kindanteile, dann vielleicht auch noch ins Bett machen, eventuell, dann wäre sowas auch möglich über so ein saugende Bettschutzeinlagen. Ja, oder sowas wie selbstverletzendes Verhalten, was da ist, vielleicht. Das nicht? Nee, das zählt nicht. Das wäre so über Heilmittel, über die Krankenkasse, übers Rezept einfach. Okay. Alles genau, Pflegehilfsmittel, die haben so eine Liste, sind glaube ich 8 Dinge, die da aufgelistet sind, nur davon darf man sich dann was kaufen. Bis zu 40 Euro im Monat kriegt man erstattet. Man kann auch so eine Pflegebox sich bestellen, da gibt es online welche, oder man geht in die Apotheke oder Amazon. Ja, verschiedene Möglichkeiten. Ah ja, aber gut, interessant. Genau, dann das sind wir so bei Pflegegrad 2. Die Leonie hat ja die 3. Ne? Ja. Und ab der 2 gibt es das Verhinderungspflegegeld. Was ist das? Genau, was ist das? Ich weiß, dass es jetzt perspektivisch erhöht wird. Ich habe jetzt noch die alten Zahlen, deswegen mich bitte nicht drauf festnageln. Bis Ende 2023 jedenfalls waren das 1612 Euro pro Jahr, wenn die Pflegeperson, also es geht nicht, wenn man Pflegesachleistung, also Pflegedienst hat, sondern es geht nur, wenn man Pflegeperson hat, dass sozusagen, wenn die Pflegeperson erkrankt ist oder in Urlaub fährt, ohne Pflegle, dass man eine Ersatzpflegeperson sich einkauft. Ne, das kann zum Beispiel der Nachbar sein und dann gibt man Geld, der muss das quittieren, dass er das Geld erhalten hat. Das sind 1612 Euro. Genau. Und dann gibt es noch die Kurzzeitpflege. Das wäre in so einem Heim, also so einem Kurzzeitheim. Aber man kann auch die Hälfte der Kurzzeitpflege noch als Verhinderungspflegegeld dazu nehmen. Und damit kommt man dann auf 2418 Euro im Jahr.
Hello und sorry, dass ich gerade mittendrin dazwischen quatsche. Es ist ganz wichtig und geht auch ganz schnell. Versprochen. Wusstest du, dass dieser Podcast hier zwar für dich kostenlos ist, aber in der Produktion nicht? Wir sind 4 Menschen, die hier vor und hinter den Kulissen dauerhaft an der Produktion dieses Podcasts für dich arbeiten, sodass du dich alle 2 Wochen über eine neue Folge freuen kannst. Wenn du es genauso wichtig findest wie wir, dass Informationen zur Traumaaufarbeitung kostenfrei oder kostengünstig zur Verfügung stehen sollten, dann freuen wir uns, wenn du unsere Arbeit im Rahmen deiner Möglichkeiten unterstützt. Mit einer Spende von zum Beispiel nur 10 oder 15 Euro im Monat kannst du unsere Arbeit als gemeinnützige Organisation immens unterstützen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und nun viel Freude weiter mit der aktuellen Podcast-Folge. Ganz schön krasse Zahlen. Also wenn ich jetzt überlege, so was dann eine Pflegeperson halt da mal einen Ausfall haben darf. Viel ist es nicht, ne? Nee, leider nicht. Es ist eine Unterstützung, was ganz, ganz hilfreich ist. Ja, voll. Aber mehr ist es halt nicht. Und deswegen sollte man auch das Helfernetzwerk größer bauen, ja, ne, als voll. Nur Pflege. Besonders im psychischen Bereich, also jetzt nicht bei körperlichen Dingen, sind wir einfach auch wieder bei den Assistenzleistungen in der Eingliederungshilfe, wo dann ganz viel abgefedert werden kann. Dann können wir ja noch den Bogen dahin schlagen. Wir hatten ja eine qualifizierte Assistenz, ne, die von besonderen Wohnformen zu Leonie 1 kam. Und Leonie 2 sagt, sie möchte es eigentlich nicht so gerne, dass dann jetzt irgendjemand da ihr sagt, wie sie was zu machen hat, so nach dem Motto. Ja. Die würde eine einfache Assistenz haben wollen. Aber was macht denn eine einfache Assistenz alles? Genau, die einfache Assistenz, auch kompensatorische Assistenz gemeint. Und das Wort Kompensation sagt ja schon viel, viel mehr aus. Ne? Ja. Das heißt, die einfache Assistenz hilft der Leonie 2, ihr Leben selbstbestimmt zu leben. Ich würde jetzt einfach mal ein paar Beispiele von mir nennen. Also ich lebe ja mit einfacher Assistenz und bei mir geht es ganz viel darum, mir meine Sinneseindrücke zu verbalisieren. Also man muss mich ein bisschen kennen, ich erschrecke sehr häufig und sehr schnell und bin sehr schnell reizüberflutet. Und ich helfe meinem Gehirn sozusagen, indem mir meine einfachen Assistenten rückmelden, hey, von hinten kommt ein Mensch. Ne? Dadurch, dass ich das kognitiv weiß, dass jetzt von hinten ein Mensch kommt, erschrecke ich mich nicht. Das ist wie wenn man jemanden kitzeln will. Wenn man das vorher sagt, dann funktioniert das nicht mehr. Genau, oder wenn zum Beispiel eine Kiste im Supermarkt zusammengeklappt wird, dann schrecke ich ja auf. Ja. Und ich kann in dem Moment ja nicht einschätzen, ist das eine Gefahr oder nicht. Und die Assistenz sagt mir einfach mit, hey, das war eine Kiste, alles fein. Ja. Und dadurch, dass ich immer wieder diese Rückmeldung bekomme, was passiert wie mit diesen Sinneseindrücken, hilft mir das total. Also sie kompensieren meine Überforderung in dem Moment. Also das ist so mein Hauptding an der Assistenz bei mir. Dann ist es so, dass ich ja durch meine eigene Traumafolgestörung ganz schnell in Panik und Flashbacks rutsche. Ne? Und die Assistenz hilft mir da, indem sie mich erinnert, hey, magst du mal einen Schluck trinken? Weil ich vergesse ganz, ganz schnell, dass ich mal was trinke. Oder auch, dass ich meine Kopfhörer aufsetzen kann. Also ich habe so Noise-Canceling-Kopfhörer, wenn mir was zu viel wird. Oder wenn es ganz, ganz schlimm wird, dass ich denen sage, hey, ich brauche Kopfrechnen. Und dann tun die mit mir 1:1 Kopfrechnen. Was ist 3x7? 21. Was ist 3x3? 9. Und meine Assistenten wissen, wenn ich ganz, ganz schlimm gerade in Symptomen bin, brauche ich ganz einfache Kopfrechnenaufgaben wie 2x3. Und umso klarer ich werde, brauche ich ganz große Aufgaben wie 13x13. Ne? 169. Ja. Genau. Also meine einfachen Assistenten schauen nicht, dass ich perspektivisch alles alleine gemanagt bekomme, sondern sie managen mit mir gemeinsam meine Symptome. Ja, voll gut. Ja. Also das Ziel ist ja quasi ein ganz anderes, ne? Also das eine kompensiert, ist, ich sag mal, auch mehr, weiß ich nicht, ob ich das so sagen kann, aber ich finde mehr aufs Thema, sag ich mal, Inklusion ausgerichtet, so dieses, wie kannst du auch mit dem, was du hast, genau das bekommen, was jeder andere auch kann.
Und Qualifizierte denkt halt noch ein bisschen perspektivischer. Wie können wir es ein bisschen besser machen? Mhm, genau. Natürlich auch inklusiv, natürlich, aber beides halt super wichtig. Also ich finde die Kombi aus beiden halt sehr gut, was wir jetzt hier auch genau. haben. Genau, also ich habe auch 37 Stunden die Woche einfache Assistenz und 2,4 Stunden qualifizierte Assistenz. Ja. Ich weiß nicht, 2,4. Ich weiß nicht, wie die auf diese Kommazahl kommen, aber ja, 2,4. Wir haben irgendwie auch 42,91 Fachleistungsstunden. Pro Monat, ja. Pro Monat bei uns. Ja, ja. Und mit der Qualifizierten bespreche ich ganz viele so Konfliktsituationen im sozialen Bereich. Ja, ja. Ich bin zwar sozial sehr kompetent, jetzt auch im Gespräch und so, aber das ich mache mir aber ganz viel den Kopf darüber, mit wie komme ich an oder wie kann ich Konflikte ansprechen. Und das bespreche ich in der qualifizierten Assistenz, weil ich ecke nicht gerne an. Richtig. Aber in der qualifizierten Assistenz kann ich das einfach mal durchsprechen, wie das ist. Wenn ich wirklich offen mal anspreche, wie ich mich fühle oder so. Oder wie kann man auch etwas richtig ansprechen, ne? Ohne dass die Person sie angegriffen fühlt, sondern dass man nur von den eigenen Gefühlen erzählt. Ja, voll. Und sowas geht ja normalerweise dann, zumindest nach unserer Erfahrung, auch immer von der Therapiezeit ab, dass man in der Psychotherapie eigentlich nur dran sitzt, auf die Ketten zu kriegen, dass man sich vorletzte Woche mit irgendjemandem gezofft hat und jetzt die ganze Zeit Panik schiebt, dass er einen hasst oder so. Ja. Und dann gehen dafür irgendwie 5 Stunden drauf, die man halt für andere Dinge hätte nutzen können. Und für sowas ist halt eine Quali-Assistenz super, weil die einfach, Sozialarbeiter sind nun mal Fachmenschen im Bereich Soziales und Konflikte und Dinge. Ja, deswegen. Und so. Gerade wenn das dann so Hand in Hand geht, erleben wir dankbarerweise, und ich glaube ihr auch, wenn Therapie und Sozialarbeit und Pflege und alles andere so in Hand geht, dass untereinander auch in Connection ist, dass da wirklich ganz tolle Prozesse entstehen, wo ich manchmal finde, dass sie ein stationäres Setting gar nicht schafft, weil du hast diese Käseglocke die du für manche Prozesse brauchst, safe. Aber für so langfristige Schwierigkeiten, die auch immer wieder da sind, ist es sehr, sehr, sag ich mal, heilsam und hilfreich, wenn das alles gut zusammenworkt. Genau, ich merke das auch, also an verschiedenen Dingen. Ich nutze jetzt Assistenzleistung seit 3 Jahren. Mhm. Und das Spannende war, unsere Therapeutin hat nach einem halben Jahr der Assistenz dann gesagt, so krass, jetzt können wir erst richtig in der Therapie arbeiten, weil der Alltag so viel weniger in der Therapie Thema ist. Ja. Also das ist total spannend. Und wir haben jetzt vor ein paar Wochen intensiv angefangen, Traumaverarbeitung zu machen. Und bei uns ist es jetzt so geplant, dass nach jeder Traumaverarbeitung die Assistenz über Nacht da ist. Ne? Also natürlich, wir haben jetzt auch 39 Stunden die Woche und können uns das dadurch leisten, aber wir sind so abgedeckt nach der Traumaverarbeitung. Wir sind oft fertig, wir wollen ein bisschen spielen, wir wollen ein bisschen spazieren gehen und wir müssen uns keinen organisieren, sondern wir haben unsere Assistenten da. Ja. Oh, gut. Und wir sind sogar besser abgedeckt als im stationären Bereich, wenn man sich das so überlegt. 100%. Ja. Weil ich habe eine 1:1 Person, die das macht, was ich gerade machen möchte. Ja. 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 Das ist. Und ich glaube, Fun Fact dahinter, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich würde mal schätzen, dass das immer noch günstiger ist, als Menschen stationär irgendwo unterzubringen. 100%. 100%ig. Das ist so. Also das klar. Ich habe immer das Gefühl, die sind immer alle so geizig und du hast manchmal das Gefühl, sie müssten es von ihrem eigenen Konto und von ihrem eigenen Gehalt abziehen. Aber ganz oft vergessen die Leute halt einfach, was es sonst kosten würde, die Leute so unterzubringen, wie es eigentlich menschenwürdig wäre. Mhm. Das ist so. Ja. Das Problem ist eher, dass jeder Kostenträger ihren eigenen Topf haben. Ja. Also das ist ja das Problem. Guck mal, meine Leistung, ich bekomme jetzt Therapie, klar, meine Therapie läuft über soziale Entschädigungsrecht, aber würde die jetzt über die Krankenkasse laufen, ne? Die würden ja nur die Therapie zahlen, die Ambulante. Ja. Ne? Ja. Und der Rest, die Assistenz, läuft ja die Eingliederungshilfe. Das heißt, naja, für die Krankenkasse ist es ja günstiger, ambulant. Mir doch egal. Mir doch egal. Aber wenn man auch das zusammenrechnen würde, jetzt die Eingliederungshilfe und die Krankenkasse, dann wäre es trotzdem immer noch günstiger. Aber Ja. Da üben wir noch, sage ich mal, liebes Deutschland, liebe Bundesländer,
dass wir Menschen mit den unterschiedlichsten Einschränkungen auch Teilhabe ermöglichen, ohne dieses gottverdammte Hickhack, weil als Betroffener, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich hasse mittlerweile den Blick in den Briefkasten. Also wir machen das trotzdem und unsere Assistenz ist auch für uns da. Aber es ist so, ich jedes Mal denke so, was ist das schon wieder für ein Brief? Ja. Ach ja, richtig. Das, was ich vor Monat X hier einfügen, mal irgendwo beantragt habe, die mir jetzt sagen so, ja, also Vorblatt A fehlt noch. So, so, das fällt euch jetzt auf. Cool. Hier. Und dann ist wieder 6 Monate später. So, Alter. Fun Fact, letztens habe ich nach 3 Jahren einen Brief bekommen vom Bürgergeld, dass mir die Renovierungskosten bewilligt wurden nach 3 Jahren. Und ich hatte den Antrag schon komplett vergessen gehabt. Oh mein Gott. Ja, also. Es waren zwei neue, genau. Malen langsam, aber genau. Sie malen stetig. Genau, so. Ja. Okay. Okay, wir sind schon wieder maximal lange hier drin. Ich würde sagen, wir verabschieden uns liebevoll von Leonie 1 und 2 und bedanken uns in die geistige Welt, dass sie heute unsere StellvertreterInnen waren für diesen tollen, ausführlichen, krassen und sehr wirren, aber trotzdem informativen Podcast. Ja. Ich hoffe, ihr hattet eine gute Zeit und ich hoffe, ihr, also Gwen, ihr hattet auch eine gute Zeit hier. Ja. Und ja, dann würde ich sagen, war es erstmal für heute. Gibt es noch was, wo ihr sagt, das ist mir jetzt noch ultra wichtig, das anderen Leuten mitzuteilen? Ja. Ihr habt das letzte Wort. Oh, wir haben das letzte Wort. Ja, eins finde ich am wichtigsten, macht euch im Kopf bewusst, ihr habt ein Recht auf ambulant vor stationär. Das haben ganz viele das haben schon ganz viele Gerichte geurteilt. Man hat das Recht, ambulant zu leben vor stationär. Ja. Auch wenn die Kosten höher sind. Genau. Schön. Ja. Das ist ein schönes letztes Wort. Wir bedanken uns ganz doll und ja, vielleicht hört man sich ja hier nochmal im Podcast. Stimmt, 100 Pro. Tschüss. Tschüssi. Vielen Dank fürs Hören von dieser Podcast-Folge. Wir sind sehr, sehr froh und dankbar, dieses Interview geführt haben zu dürfen. Und ja, wenn ihr noch Fragen habt, wenn für euch irgendwelche Sachen unklar geblieben sind, schreibt uns gerne entweder in den Kommentaren oder unter hallo@survivorqueens.de. Dann können wir noch vielleicht nachträglich auf die ein oder andere Frage eingehen oder die ganzen Fragen mitnehmen für noch eine zweite Folge Podcast-Aufnahme mit Gwen. Und ja, an der Stelle wünsche ich dir noch einen ganz schönen Tag. Hab's fein und bis hoffentlich ein andermal. Hey, schön, dass du die Folge bis zum Ende gehört hast. Wenn sie dir gefallen hat, dann lass uns doch total gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei Spotify und oder Apple Podcasts da. Damit hilfst du, dass dieser Podcast noch mehr Menschen ausgespielt wird. Wenn du dich mehr zum Thema Traumaaufarbeitung einlesen magst, lade dir gerne unser E-Book für 0 Euro herunter oder komme zu einem unserer monatlichen Online-Events wie dem traumasensitiven Meditationsabend mit Elena vom Strong Mind Meditation Podcast oder zu unserem Online-Atelier mit unserer Kunsttherapeutin Claudia von der Lind oder zu einem unserer Webinare mit wechselnden Themen und SpeakerInnen. Du merkst schon, wir haben ganz schön viel zu bieten in der Survivor Queen Welt. Alle Links findest du in den Shownotes. Wenn dir unsere Arbeit gefällt und du uns grundsätzlich dabei unterstützen möchtest, dass wir so coole Projekte wie diesen Podcast hier weiterhin kostenlos produzieren und ausstrahlen können, freuen wir uns über eine Spende, vielleicht ja sogar eine regelmäßige. Und wenn es nur 10 oder 15 Euro im Monat sind, das hilft uns als gemeinnützige Organisation schon sehr. Und damit verabschieden wir uns nun von dir und freuen uns, wenn wir uns in der nächsten Folge wiederhören.
Ciao, Kakao.